Ja, hallo liebe Leute, willkommen bei diesem neuen Video von Tutorius. Hier möchte ich zeigen, wie man mit den Zahnrädern, also mit den Involute Gears im Partydesign noch ein bisschen mehr machen kann. Habe ich bisher auch überhaupt noch nicht versucht mit innenverzahnten Zahnrädern und ich hoffe, euch interessiert das. Wenn euch sowas interessiert, so lasst auch gern ein Abo da. Und klickt doch gerne auf die Glocke, dann bekommt ihr halt immer neue Videos angezeigt, wenn ich was Neues produziere. Und damit willkommen bei Tutorius und diesem neuen Tutorial zu FreeCAD und Zahnrädern. So, ich möchte hier ein ganz besonderes Zahnrad in Anführungszeichen konstruieren, und zwar ein Ausschnitt eines Zahnrades mit einer Außenverzahnung und einer Innenverzahnung. Ich habe so ein Projekt im Kopf, da geht es um 3D-Scanner und da brauche ich sowas. Da soll die Kamera dran sich bewegen können, und dann über die Idee bin ich überhaupt darauf gekommen und habe dann gemerkt, okay, mit der Innenverzahnung muss man doch mal ein bisschen was anders machen. Gut. Ich starte neue Datei, Steuerung N, und wir sind im Partydesign-Modus. Den brauchen wir jetzt erstmal nicht, sondern ich möchte erstmal in den Sketcher wechseln. Und zwar da erzeuge ich eine neue Zeichnung in der XY-Ebene. Die mache ich aber mal, sagen wir mal, 50 mm überschwebend über der XY-Ebene, weil die möchte ich immer einblenden können, so dass sie sichtbar ist. So, da zeichne ich ganz einfach zwei Kreise ein. Auch wir machen ruhig drei Kreise. Und drei. So, die kriegen jetzt gewisse Durchmesser. Ich benutze nur zur Info, gehen wir mal gerade hier auf die über FreeCAD. Ich benutze die Version 0.20. Die ist vom 4.8.21 und in der Version 2.5.4.2.9, also was relativ Aktuelles aus diesem Monat. Und vielleicht gibt es auch schon was Neueres, aber mit der komme ich ganz gut klar. So, dann, was sollen die Kreise machen? Also diese Kreise sollen den Außenumfang, den Innenumfang und auch die Mittellinie dieses Zahnrades definieren, was ich konstruieren möchte. Und dann machen wir hier erstmal den äußeren. So, das Zahnrad ist richtig groß. Das hat einen Durchmesser von 1200 mm. Und als Innenmaß und Außen wird es dann entsprechend größer. So, ich möchte Zahnräder mit einem Modulo von 6 mm verwenden, also sollten diese Radien, diese Durchmesser auch immer durch 6 teilbar sein. Das heißt, ich gehe hier aufs Rechnen und beziehungsweise machen wir mal, also 1200 ist natürlich durch 6 teilbar und das Außen 1200, 1224. Na, versuchen wir es einfach mal. 1224, das hier wird 1200 und das hier 1212. So, zoomen wir hier rein und schauen uns das mal an. Ja, vielleicht ist das doch ein wenig zu klein. Das heißt, die 1200 ist schon in Ordnung. Und dann spielen wir jetzt mit den Maßen hier noch ein bisschen rum. Da machen wir mal 48 raus, also 1248. Ja, und da machen wir 1224 raus. So, das soll das Zahnrad werden. Und zunächst konstruiere ich, ich kann erstmal das hier verlassen. So, jetzt ist das erstmal nicht sichtbar. Ich habe noch nicht rausgefunden, warum. Ach doch, ich kann es reinzoomen. Okay. Ich erzeuge jetzt hier, da wechseln wir wieder in den Part
Design-Modus. Da erzeuge ich ein Involute Gear. Das macht man über Teilekonstruktion und dann hier Involute Gear. Die Version hier hat immer noch diesen Fehler in Anführungszeichen. Wenn ich hier ein bisschen mitarbeite, kann es auf einmal sein, dass da zweimal Involute Gear steht. Beide Funktionen machen dasselbe. Keine Ahnung. Das war schon in der Version 0.19 so. Aber das sehen wir gleich. Vielleicht. Vielleicht kann es auch sein, dass es nicht passiert. Okay, ich erzeuge ein Involute Gear. Da haben wir das Zahnrad. Und dann wählen wir erstmal das Modul auf 6 mm. Und die Zähneanzahl. Das Innere soll ja 1200 im Durchmesser sein. Das heißt, 1200 geteilt durch 6. Ich kann hier nicht rechnen. Ich kann das im Kopf rechnen, aber ich kann auch einen Taschenrechner aufmachen. 1200 geteilt durch 6. Das sind natürlich 200 Zähne. Also tippe ich ein 200. So, jetzt sieht man hier, dass dieses Zahnrad in Anführungszeichen da so schön drauf liegt. Und wenn ich hier jetzt noch so ein Zahnrad hinmache, dann wird das zu schmal. Das heißt, ich breche das hier mal ab. Da können wir gleich wieder reingehen. Mach nochmal den Sketch auf. Also die 1200. Dann machen wir hier ein anderes Maß hin. Hier können wir ja rechnen. Das war ja 200 mal 6 und hier machen wir jetzt mal 210 mal 6, 1260. Ja, das sieht schon besser aus und das hier wird dann die Mittellinie, die machen wir dann mal auf 1230. Die muss auch nicht unbedingt ein Vielfaches von diesem von 6 sein. Ist sie aber trotzdem. Okay, schauen wir mal. Ist das... Na, ich möchte noch mehr haben. Das ist, wird mir zu schmal hinterher. Also machen wir 210 mal 6. 220 mal 6. Also 1320 und das hier wird dann 200, 220, 210 mal 6 sollte das werden. Okay. Ja, das sieht ein bisschen besser aus. So, dieses Involute Gear, das ist im Prinzip aber falsch gesetzt. Das macht aber keine Rolle, spielt keine Rolle. Ich beende das hier, mache einen Doppelklick auf dieses Involute Gear. Dann wird das hier wieder eingeblendet und da machen wir jetzt die 220, hatte ich ja gewählt. So sieht das dann aus. Dann läuft das hier so schön außen drauf. Und da können wir einfach das bestätigen mit OK. Da mache ich jetzt ein Zahnrad raus. Das heißt, ich polster das Ganze auf. Wir müssen das aber in Body packen, das heißt, ich erzeuge erstmal einen Körper, schiebe das Involute Gear in den Körper und jetzt kann ich das aufpolstern. Und 10 mm, das ist genau richtig. So dick möchte ich das auch wirklich haben. Und wir beenden die Funktion. So, da merkt man schon, da hat er ein bisschen was zu rechnen. Und das ist jetzt das Zahnrad in drei Dimensionen. So, jetzt wird ein weiteres Zahnrad in diesem Körper konstruiert. Der Körper ist aktiv. Ich gehe wieder auf Teilekonstruktion, Involute. Hier sieht man jetzt die beiden. Das ist halt so, ist ein Fehler. Sagt man bestimmt, ist ein Feature. Aber sei es drum, es stört nicht. So, jetzt haben wir die... Das Modulo hier die 6 und die Zähneanzahl 200. Und wir gehen hier bei Außenrad auf falsch, weil das soll ein Innenrad werden, in verzahntes Zahnrad. Und einmal OK drücken. So, jetzt können wir das hier ausblenden. Dann sieht man das Zahnrad hier unten liegen. Und das soll jetzt
abgezogen werden. Das heißt, wir gehen einfach hier auf das Taschensymbol. Okay, wenn das zu lange dauert, wird es hinterher im Videoschnitt beschleunigt. Schauen wir uns das mal an. Okay, da haben wir das Teil fertig. Ich kann jetzt diese Zeichnung hier erstmal wieder ausblenden. Und wir können uns das Teil von oben anschauen. Das ist jetzt das Zahnrad mit der Innen- und der Außenverzahnung. Und dann möchte ich das jetzt entsprechend ausschneiden. Beziehungsweise bevor ich das mache, konstruiere ich hier auf das Zahnrad noch einen Rand drauf. Da ist die Zeichnung hier vielleicht gar nicht so schlecht, wenn ich die da oben drauf habe. Und wir können in die Zeichnung mal gerade mal reinschauen, was waren das für Maße. Also das waren 1200 und das Außen, das spielt die Rolle 1320. Okay. So, jetzt hoffen wir mal, dass er nicht wieder neu rechnet. Sollte er eigentlich nicht. Okay, da sind wir wieder. Ich möchte jetzt hier eine Zeichnung drauf zeichnen und unten auch. Unten kommt dieselbe Zeichnung nochmal drauf. Fangen wir mit der hier unten an. Und zwar eine neue Zeichnung. So, das gibt zwei Kreise. Der erste Kreis. Der zweite Kreis, so der hier, der kriegt einen Durchmesser von 1150 mm und der Kreis hier einen Durchmesser von 1370 mm. Muss das so viel sein? Nee, eigentlich nicht. Können wir ein bisschen ändern. 1170, das ist also 30, 1350. So, das schließen wir. Und da möchte ich jetzt eine Aufpolsterung machen. So, das war der erste Schritt. Dann nehmen wir diese Zeichnung hier, kopieren die, erstmal hier OK drücken und nochmal warten. Okay, und jetzt kopieren wir diese Zeichnung, wie ich es vorhin schon versprochen habe. Steuerung C, dann müssen wir uns überlegen, worauf liegt die Zeichnung. Ja, die liegt auf der Pocket. Auf dem Pad, ne, auf der Pocket, das heißt, ich müsste eigentlich den anklicken können, jetzt habe ich nur den Sketch, okay, dann einmal Steuerung V drücken, den Sketch in den Körper reinholen, wir geben den Körper hier noch einen Namen, das nennen wir mal Zahnstange, wobei das natürlich eine normale Zahnstange ist, die ist auch falsch geschrieben. Zahnstange. So, jetzt ist es richtig geschrieben. Und jetzt wird diese Zeichnung noch hier oben drauf gelegt. Den Sketch machen wir erstmal wieder unsichtbar. Da möchte ich die Sketch 2 drauf machen. Das heißt, wir wählen, wo ist diese Funktion hier, wählen den Sketch 002 aus. Einmal OK. Flatface ist in Ordnung und das sollte es auch schon gewesen sein. Jetzt können wir den Sketch anklicken, einmal auf hier das Pad klicken, also Skizze aufpolstern heißt das hier auf Deutsch und wiederum ein wenig warten.
So, das war das gewesen. Hier nochmal OK drücken. Da einmal OK drücken und nochmal warten. Okay, fertig ist er. Gehen wir in FreeCAD rein. So sieht das Ganze jetzt aus. Also das sind jetzt 30 mm, das 10, das 10, das auch 10. Und da haben wir das und hier innen haben wir das genauso. So, jetzt wird das aber nicht ein ganzes Zahnrad, sondern es soll ja nur ein Ausschnitt werden. Das heißt, ich zeichne jetzt hier auf diese Fläche hier eine neue Zeichnung. Und dort definiere ich dann, was ich von diesem Zahnrad wegschneiden möchte. Das machen wir folgendermaßen. Ich zeichne erstmal einen Kreis. Der Kreis ist größer. Und ich zeichne zwei Linien, jeweils vom Mittelpunkt ausgehend. Eine hierhin und eine. Die Maus will nicht so recht. Eine dahin. So, dann werden die bekommen eine Winkel definiert, 45, ich nehme da jetzt aber ruhig mal 60 Grad. Ne, 60 ist zu viel, machen wir 50 Grad. Jo, das ist in Ordnung und dann werden nun die Sachen rausgelöscht, die wir nicht brauchen. Den nicht und den nicht. Jetzt habe ich hier so einen Kuchen mit einem ausgeschnittenen Stück und das wird jetzt als Tasche abgezogen. Also einmal schließen. Und da haben wir es. Und jetzt wird diese Zeichnung halt hier rausgeschnitten. Okay, jetzt ist das nicht komplett durchgeschnitten, also gehen wir hier auf durch alles und wieder ein wenig warten. So, das war's soweit. Jetzt habe ich hier meine Gewindestange, auf der hinterher so eine Art Wägelchen mit Zahnrädern hier da hochlaufen soll. Und da kommt dann, wenn ich mir das hier so anschaue, da kommt eine Kamera außen dran. Vielleicht mache ich auch zwei von denen, einen links, einen rechts und die Kamera kommt da in die Mitte. Das weiß ich so recht noch gar nicht. Man kann jetzt hier unten weiter konstruieren und da zum Beispiel das Zahnrad noch ein bisschen weiterlaufen lassen, gerade. Wenn das überhaupt notwendig ist, ich denke eher nicht. Ich denke, wir können es so lassen und es muss natürlich hier noch was dran. Dass das Wägelchen dann da auch nicht rausfallen kann. Ich denke, dass man das oben einsetzt und hier unten muss was, das muss ja hier auch befestigt werden. Also wenn ich jetzt das hier, so wie ich mir das vorstelle für meinen 3D-Scanner, da würde ich jetzt hier unten dran eine neue Zeichnung machen. Aber jetzt kommt erst nochmal weltweites Warten. Okay, das war's. Dann machen wir hier eine neue Zeichnung drauf. Schauen wir uns das mal an. Und da kommt jetzt eine Platte unten drauf. Sowas zum Beispiel. Die muss jetzt auch nicht maßlich so korrekt angelegt sein. Das heißt, das Maß, da machen wir mal 120 mm, dann verschieben wir das hier so. So, dann das Maß hier, das können wir ruhig einen Überstand. Das haben wir da, minus 40 mm. Und das Maß, da muss man sich jetzt überlegen, wie viel Maß will ich zwischen den Teilen haben. Wie gesagt, das sind 30, wobei das fängt hier halt bei minus 30 an, also das sind 20. Und dann
machen wir mal 30, 60, 100 dazwischen. 100 dazwischen plus 30 sind 130 plus die 40 170. Bemaßen wir das einfach mal 170 und schließen das. So, da machen wir jetzt eine Aufpolsterung raus. Mal 30 mm. Und dann nee, das war jetzt nicht so gut, weil ich will das Teil ja erst kopieren. Das heißt, machen wir, die Pocket ist natürlich richtig, den Sketch hier, den schiebe ich erstmal aus der Zeichnung raus. So, dann, wir haben hier die Zahnstange und die möchte ich jetzt halt kopieren. Das heißt, ich drücke Steuerung C. Ich will die Zahnstange kopieren. Dann drücken wir einmal Steuerung V. Da ist die Zahnstange Nummer 2 und die verschieben wir jetzt in dieser Richtung. Und zwar wie weit? Das mache ich aber nicht mit dieser Funktion hier. Das machen wir hier über die Eigenschaften. Placement und dann gehen wir hier mal auf die Position. In X wird das nicht verschoben, in Y muss das verschoben werden. Das ist hier und für ihn ist es Z. Okay, muss man wissen. So, ich wollte ja 100 mm dazwischen haben. Das heißt, wenn ich das um 30 mm hier verschiebe, also muss ich es um 130 verschieben, um 100 mm dazwischen zu haben. Dann kommt es so. Da sieht man schon, die Zeichnung hier unten, die war falsch. Ist ja nicht weiter tragisch, können wir gleich noch anpassen. Und dann haben wir jetzt zwei von diesen Zahnstangen hier, diese Zeichnung hier, die machen wir nochmal neu. Und zwar, die mache ich gar nicht verbunden mit diesen beiden Teilen hier, sondern mache eine neue Zeichnung auf die XY-Fläche. Nee, das ist nicht die XY-Fläche. Deshalb bin ich ja vorhin auch durcheinander gekommen mit XY und Z, sondern das ist die XZ-Fläche und dann zeichnen wir den hier so rein. So. Das Maß, da machen wir da die minus 40. Das Maß, das wird dann wie groß wird es? 40 außen, 130 plus 100 dazwischen plus die 60, 160 plus 80. Zu groß. Wahrscheinlich nur 40.
Also wird's. Ja, so sieht's gut aus. So, jetzt ist diese Zeichnung hier, die ist da auch wirklich auf der in der richtigen Ebene. Das heißt, wir können jetzt einfach hier eine Aufpolsterung machen. Gucken wir uns das mal gerade an. Von der Seite. Beziehungsweise das ist jetzt von oben. Ich mache die Zeichnung noch mal sichtbar. Okay, wir müssen einen neuen Körper natürlich machen. Neuer Körper. Da kommst du bitte rein. Sketch XZ. Oh, die nochmal neu. Maß 160, Maß 220 und Maß von da nach da sind minus 40. Und jetzt können wir das noch verschieben, wie uns das gefällt. Schließen das Ganze, machen eine Aufpolsterung von dieser Zeichnung natürlich. Und das geht jetzt, glaube ich, in die richtige Richtung. Gut, also wir haben jetzt die Bodenplatte hier. Platte. Und die beiden Zahnstangen, auf denen dann so ein Wägelchen laufen soll. Das kann man sich nur überlegen, wie soll das Wägelchen aussehen. Würde ich hier jetzt zum Beispiel eine Datumplane drauflegen, auf die XY-Ebene verschoben oder hier schön auf die Mitte und da dann Zahnräder rein konstruieren, oder aber ich fange an auf der XY-Ebene, das heißt, wir machen einen neuen Körper. Das wird jetzt Zahnrad und da machen wir ein Involute Gear rein, ruhig auf die XY-Ebene. Teilekonstruktion Involute Gear und das kriegt auch das Modulo von 6, aber nur, ich sag mal, 12 Zähne zum Beispiel und ein Außenrad ist in dem Fall richtig. Dann schauen wir uns das mal an, so wird das jetzt hier aussehen und dann können wir das jetzt dahin verschieben. Das kann man ruhig jetzt hier mit dem Transformieren machen. So zum Beispiel. Und dann machen wir hier aus der Zahnstange eine
wenn das erstmal aus der Zahnstange, das machen wir in der Darstellung, ein bisschen transparent, ein bisschen viel Transparenz, 170%, das passt schon. Und das machen wir auch mit der zweiten Zahnstange. Und jetzt kann man das hier so schön sehen und kann jetzt diesen Körper hier, das Zahnrad, da reinschieben. Also wiederum die Funktion erst einmal beenden. Das geht hier unten über Schließen, dann Zahnrad transformieren. So ungefähr wird das sein. Und dann kann man das drehen und dann macht man die Schrittweite auf 1 Grad. Dann kann man das hier schön sich anschauen, ob das denn so laufen würde. Ja, das sieht gut aus. Okay. Dann erzeugen wir das Zahnrad. Das heißt, das Involute Gear anklicken, einmal aufpolstern. Das machen wir mal 8 mm. Schauen uns das hier an. Und das läuft jetzt hier auch eigentlich ganz gut drin. Kann noch ein bisschen verschoben werden, und zwar um 1 mm. Das heißt, Zahnrad transformieren. Und wir stehen auf Schrittweite 1 mm. Also so. Dann läuft das 8 mm Rad jetzt da schön mittig. Und jetzt kann man hier weiter konstruieren. Da wird nun noch entweder ein Loch reingemacht oder aber links und rechts eine Achse. Das weiß ich noch gar nicht. Ich denke, ich mache erstmal die Kopien hiervon. Das heißt, dieses Zahnrad, das kriegt jetzt, das wird eine Kopie, wird kopiert, der gesamte Körper. Und können wir ruhig alles mitkopieren. Einmal Steuerung V. Ein bisschen warten, da ist das nächste Zahnrad. Und dann gehen wir auf Transformieren und verschieben das hier so rüber. Schauen uns das von vorne an. Das müsste eigentlich hier mitgehen. So kann man sich das gut anschauen. Man kann nur das Zahnrad so schieben, dass es da also auch so schön drin läuft. Da kann man sich das mal angucken. Das läuft schön. Das läuft auch schön. Und dann haben wir da die zwei Zahnräder. Dann kopieren wir jetzt das Zahnrad noch in diese Richtung hier rüber. Steuerung C, wieder das Zahnrad komplett. Einmal Steuerung V, da ist das nächste Zahnrad. Das wird jetzt transformiert. Da ist jetzt ein Nachteil, das ist aber kein Nachteil. Wir drehen das jetzt erstmal wieder rum, weil die Drehrichtung, die spielt jetzt nicht so die richtige volle Geige. Das heißt, jetzt bewegen wir das hier so rüber. Und wenn wir das so haben, wie es ungefähr sein soll, dann drehen wir es hier jetzt wieder zurecht. So zum Beispiel. Ich sehe schon, wir müssen das noch ein bisschen weiter nach außen drehen, schieben. So ist gerade. Noch einen Millimeter raus. So sieht es gut aus. Gut, das haben wir jetzt und dann machen wir hiervon eine Kopie. Steuerung C, Steuerung V. Das Zahnrad wird jetzt wieder transformiert in dieser Richtung hier. Und dann gehen wir wieder über Drücken der Taste 6 in die passende Ansicht. Oder ich glaube 3 ist hier besser. Und dann schieben wir das auch so, dass es da so schön drin läuft. Jo. Jetzt haben wir schon mal die 4 Zahnräder. Da soll halt ein Wägelchen rein, wo dann ein Smartphone dran geklemmt wird. Achsen, das kann man jetzt hier einfach drauf konstruieren.
Das heißt, ich wähle jetzt den Körper aus, den wir da wirklich brauchen. Gucken wir mal, ist das der hier? Ja, das ist der. Der ist auch aktiv. Also können wir hier eine Zeichnung drauf machen und zeichnen. Kreis auf den Mittelpunkt. Wir können hier natürlich immer wieder das so einblenden, dass wir alles sehen. Da kommt ein Kreis drauf. Das hier, das kriegt einen Durchmesser von 15 mm. Und dann schließen wir die Zeichnung, erzeugen hier eine Aufpolsterung, 100 mm, nicht 100, sondern 130, jo, passt. Und das machen wir hier drüben jetzt auch. Schauen wir mal, das Zahnrad können wir ausblenden. Das Zahnrad können wir auch ausblenden. Dann haben wir jetzt das Zahnrad hier. Das wird aktiv. Darauf wird auch eine Zeichnung generiert. Erstmal hier OK drücken. Da eine Zeichnung drauf. Wird jetzt genauso gemacht, wie wir es gerade hatten. So, Durchmesser 15 mm. Schließen das Ganze eine Aufpolsterung und zwar 130 mm. Und können das Ganze schließen. Das habe ich schon. Das heißt, wir blenden jetzt erstmal alles wieder ein. Zahnrad, die beiden auch einblenden. So, dann haben wir die Zahnräder fertig. Jetzt kommt da noch das Wägelchen rein. Muss man sich jetzt überlegen, wie man das am besten macht. Ich denke, man macht eine Datum Plane, die auf dieser Fläche hier basiert. Schauen, ob das so klappt. Und wir machen nur einen Körper. Okay, da ist der neue Körper. Da Schlebbänder. Gucken, ob das klappt. Mit denen habe ich noch nicht so viel gemacht. Das sieht nicht so gut aus, er hat den zwar genutzt, aber die Transformation hat er nicht mitgenommen. Das machen wir so nicht. Ich erzeuge jetzt hier ein Datum Plane. Und die Datum Plane, die soll bitte auf... Schauen wir die aus. Ja, die haben wir aus. Also er soll auf der XY-Fläche basieren. Und die muss jetzt nur entsprechend transformiert werden. Und zwar in der Z-Richtung. Und zwar sind das 1 mm plus 30, also ich mache es einfach mal 35 mm und auf der Datum Plane wird eine neue Zeichnung generiert. Datum Plane. Okay, das ist auch neu in der Version, dass man die Datum Planes da noch nachträglich auswählen kann. Tolle Sache.
Und dann zeichnen wir jetzt einfach hier so ein Wägelchen ein. Man merkt schon, das ist ein bisschen weit, die Datum Plane. Schließen wir die mal gerade. Machen nochmal einen Doppelklick auf die Datum Plane in Z Richtung 35. Da machen wir mal 30 mm. Zeichnung. Schauen wir uns das mal an. Am besten von oben. Von oben sage ich das. Ne, die 4 ist das. So, wo liegt denn die Datum Plane? Machen wir die mal sichtbar. Ist leider so schwer zu sehen, müssen wir von vorne gucken. So, wo liegt die Datum Plane? Warum liegt die so weit da? Verschieben wir die noch mehr zurück. Mache ich die mal auf 5 mm. Ist natürlich okay, 10 und 10, die muss 20 sein. Genau. Das heißt Datum Plane, Doppelklick, verschieben. Und das wird dann mal 22 mm. Das sieht schon gut aus. Die Zeichnung einmal aufmachen, schließen und dann ist die Zeichnung da jetzt auch richtig. So, jetzt muss man sich überlegen, was machen wir, basteln wir uns hier raus. Also das wird jetzt eine Aufpolsterung. Da reichen euch 5 mm aus. Und dann wird dieser Körper hier, das ist jetzt Wagen 1, der wird kopiert. Steuerung V, dann haben wir den hier und dann können wir den transformieren in der... Das ist die richtige Ansicht. Oder das. Gucken. Ja, die sieht gut aus. Da kann man den jetzt hier rüber schieben. So weit. Das ist okay. Ist gleich dann natürlich noch die Löcher da rein für die Achse. Und dann hier so Hülsen, damit die Zahnräder da vernünftig drauf laufen. Und jetzt einmal von oben anschauen. Das ist die Ansicht von oben. Ist das die An nee, das ist von unten, genau so. Da soll ja jetzt ein Smartphone drauf gespannt werden. Muss man da gucken, das muss ja hier innen rein. Vielleicht mache ich das ganze Teil auch noch breiter auseinander. Aber okay, das soll es gewesen sein. Ich denke, ihr seht, wie man mit FreeCAD solche funktionalen Teile konstruieren kann. Und die lassen sich dann auch relativ einfach exportieren und drucken. Wenn wir jetzt zum Beispiel mal als Beispiel einfach die Zahnstange nehmen. Eine von diesen und die exportieren wir. Ich speichere die Zeichnung jetzt erst einmal kurz ab. Speichern unter. Das mache ich immer ins FreeCAD-Verzeichnis. Das haben wir hier irgendwo. Da, das ist mein FreeCAD-Verzeichnis. Verzeichnisname 2021-08-22- Zahnstange, nennen wir das einfach mal. Und die Datei heißt dann auch Zahnstange. So, da hat er schon ein bisschen was zu tun beim Speichern. Und dann können wir das exportieren. Dann kommt das auch in dasselbe Verzeichnis Zahnstange. Dateiname hier, der Name des
der Stange selbst und speichern das. Und dann viel Spaß beim nächsten Tutorial von Tutorios. Tschüss!